Ich habe doch auf Fortfahren geklickt. Willkommen! Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der Max City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Bin heute alleine, das deswegen kann ich jetzt umkrakeln. Das geht schon los. Darf ich mich hier noch umschauen? Komme gleich. Ich muss den Turbo einschalten. Ausgerüstete Fahrzeuge hier. Leichen. Verschanze mich mal kurz hier und schnell liegen. Ich muss kurz was checken. Wie heute ist ein Fünftel. Ja, das stimmt schon. Die Gedanken lesen der Gedanken von den Gedanken über die Gedanken. Denn wenn man die Gedanken lesen kann, dann weiß man ja alles und man sollte ja nicht alles wissen. Und wenn man jede einzelne Gedanken lesen könnte, also ja, dann ist es ja auch kacke, weil man dann ja keine Ruhe hat oder so. Jetzt mal. Ich finde es cool, dass man bei C crouchen kann. Als bei diesen anderen Spielen auch schon. Ja, ich komme ja gleich. Dass man da bei F aufmachen kann, ist auch geil, weil dann habe ich gleich die habe ich gleich die Steuerung von Genshin Impact wieder im Kopf. Bloß ist halt das Hauptding. Oh, ich kann mal sehen. Ja. Na, was geht? Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Spiele. Schall. Bewegung, Mano! Ja, lass mich noch ein bisschen gucken. Lass mich was besser. Oh. Keiner 90. Was für ein Schnips. Apartment 1237. Müsste drin sein. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Bist du das? Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Zu sein! Geil. Ach,
schon wie. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Deshalb 56 und das weniger. Nee, das nicht irgendwie ausmustern. Z. Ja. Da kommt ich dann ein Schwert hin. Schwert.
Schule. Wir sind jetzt etwas besser. Aufgerüstet, meine Freunde. Nichts mitnehmen. Soll es nicht weg dürfen, Idiot? Hey, wie lebst du? Nutzen, was sollen wir denn benutzen? Wir fallen lassen? So, ja. Ist gebrochen. Hallo. Okay. Hut! Ich hab einen Hut! So eine verfickte Scheiße! Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das, verdammt, sowas kann ich nicht ab. Diese Schlachter-Scheiße. Was die mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. Te lo juro por mi madre. Wie? Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Ja, sie ist nackt. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropon. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Ich
Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit. So. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, er, Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bringen Sie nach draußen! Sie hat ihre Wirbel in meinem Gesicht. Da ist die Waffe. Schaff sie raus, Terrasse! Ja, ich will mich noch ein bisschen. Okay. Ein Späßchen. Ja, ich mach das ein bisschen. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktion. Hallo. Ich mach nichts Falsches. Das ist keine sexuelle Belästigung. Patienten auf den Boden legen. Ist gut. Mach ich das. Ja. Fünf Schritte zurück. Jetzt. Ja, hetz mich nicht so. Alles klar. PT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verantwortlich. Ah, okay. 110 noch im Penetrin. Ah, hey. 100 Fibrin. Ich hab schon nicht weggehalten. Das hat wehgetan. Hättest gehorchen sollen. Es war nur der Adrenalinkick, den ich gekriegt habe. Hey, da ist so ein Rastentyp. So was wie bei Demon Slayer, dieser Langrassentyp. Kirschen. Geronimo! Ja! Kleiner Stuhl, den will ich für meinen Balkon. So, ich habe ausprobiert, wenn man runterspringt und bin wieder da. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, ich will ah, danke. Ich bin hundemüde. Wache und goldener Löwe. China-mäßig. Kacken. Da ist so ein Kackding. Nicht aufheben. Ich glaube, ich brauche eine bessere Brille, um da durchzusehen. Vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Okay.
Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Das weiß ich nicht. Relativ gut. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Natürlich. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Ich will das haben. Ich will das haben. So ist er wirklich gesagt. Ich prügel dich. Ich prügel dich, wenn du mich. Wie jeder andere, nur größer. Ja, voll geil, der Bau. Nicht wie jeder andere. Ausgeprägt. Andrew Wayland. Adam Smasher. Früher kommen Legende. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, wir haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ah, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Aber mir das gefällt nicht. Kein bisschen. Ich aus der Butter. Jetzt fahr schon, Jackie! Hallo, Mann! Kann ich! Halt ihn ruhiger! Auch halt den Filter! Alter, sie! Wir lieber nach Hause. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los.
Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Tschüss, ihr macht gute Arbeit. Sowas, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Er wird gemobbt. Aus dem Ruder. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine, hatte keine Chance. Danke für die Schraueinlage. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich tun. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Show no respect, but I know for a sec nobody gon' diss me. Pop that tech, you probably gon' miss me. Fucking live it, cause I fucking live it. Y'all fucking with it, cause y'all get it. No fucking gimmick. Bitches, I smell deceit in your speech. When it leak through your teeth, you better reap what you sow. Or sow all the holes in your cheek. These folks gon' creep through the door. But they throw me. My bro gon' reach for your dome. And have you grüß Misty von mir. Werde ich. Ahí luego. Hier noch Rose. Das mache ich mir. Ein Krüppelbaby! Das war bestimmt eins von diesen Forest Babys. Guten Abend, Night City! Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bild sind. Ich höre gerade an, ich habe noch einen Hut. Ja, Mann. So ein richtiger Hipster-Hut. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören, oh ja. Was ist los? Bin ich dir peinlich? Nein, das ist es nicht. Was dann? Es ist nur später, okay? Ich habe gerade zu viel um die Ohren. Ich bin dir also doch peinlich. So eine Scheiße. Rede weiter, ich glaube, deine Stimme kenne ich irgendwoher. Thank you.
nicht raus. Hey, hey. Pass auf, sonst verschluckst du eine Fliege. Wie sehe ich denn das? Das T-Shirt will ich ja haben. Pilo. Ich habe ja neue Items gekriegt. Ich behalte mal noch den Hipster-Hut. Genau, das passt. Shorts habe ich drin. Shorts, die zerlege ich gleich beide. Schwarz jetzt nicht. Das ist nicht so. Kann ich wegfallen. Naja, ich finde bestimmt bessere Schuhe. Musik!
Deutsch noch mehr. Jetzt habe ich aber nichts. Das Biker-Ding ist, aber das gefällt mir nicht. Ich hab das irgendwie gefunden. Sieht auch nice aus. Ja, das passt schon. Outfit, das tue ich zerlegen, das hasse ich. Jeans. Und das weg. So, haben wir lassen. Wollen wir so richtig wegtreten. Und sein allerwertesten. Also ich setze mich aber hier auf zwei Schilder. So, dann muss ich leider aufhören. Ich sag, hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's dann, bye bye.